Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim fröhlichen Eisenbahnbau. Ich brauche ein paar Sachen. Und zwar, ja, was brauche ich? Ich brauche, ach, zwei Stücke, prima. Ich glaube, das reicht. Machen wir Glas, Glas, zwei Stücke, Glas. Zwei Stücke Glas und ich habe Cleanstone. Schild. Schild habe ich noch einen Bilderrahmen. Nein, warum nicht? Wie macht man denn so einen Bilderrahmen? Ist mir auch schon wieder entfallen. Ich glaube, da war irgendwas mit... Machen da nicht was mit? War da nicht auch was mit Leder? Muss mal schnell. War das nicht so? Ja. Haben wir wieder wenig Stück. Ich habe einfach zu wenig Holz. Stecken kann man die ja wohl. Wunderbar. Das Leder. Dann nicht Fichte. Fichte möchte ich jetzt nicht unbedingt dafür benutzen. Habe ich noch. Ein paar haben wir noch. Eichenholztreppe. Kann ich mal kurz gucken, das ist diese Farbe hier. Zwei Glas, zwei. Wir werden schauen. Soll ich? Hallo. Ihr dürft mir gerne zuschauen. Beim fröhlichen Basteln. Allerdings wäre ich euch dankbar, wenn ihr mir einfach mal Ruhe lassen würdet. Ich habe gesagt zuschauen, nicht anfassen. Hallo Schaf. Ja, du hast es verstanden, ja? Genau. So fühlt man sich auch immer sehr erhaben. 10 cm über der Erde. Schwebend. So. Dann klopfen wir hier das Glas rein, würde ich sagen. So als Oberlicht für tagsüber. Und dann würde ich jetzt hier ganz gerne mal anstatt des Holzes
Ups, ist ja egal. Diesen Stein benutzen. Ich weiß nur noch nicht wohin. Ob es Sinn macht, den hier. Hier außen anzubringen, oder? Das ist einfach alles irgendwie viel zu mickrig, oder? Das ist einfach... Also mal her mit was Ordentlichem. So. Wie schaut das aus? Ja, das ist doch schon viel besser, oder? Das andere ist ein bisschen zu filigran für dieses Mordsdach. Würde ich sagen. Und ich möchte es das auch nicht so weit nach außen klopfen. Also ich möchte es jetzt nicht ganz raussetzen. Das würde mir, glaube ich, auch nicht ganz gefallen. Und deshalb ist es, glaube ich, schon so schöner. Das muss auf alle Fälle raus. Und ich weiß nicht, ich hätte es hier ganz gerne auch höher. Ich bin mir nur nicht sicher. Das okay ist, weil das ja doch dann mir hier diese Symmetrie etwas zerschlägt, wenn ich hier das hier raus mache. Aber ich denke, das wird. Es sieht gar nicht so schlimm, glaube ich. Wie muss denn das dann hier? Naja, der muss. Hm. Hier sowas werden. Möglich ist das. Hm. Macht hier einen komischen Schatten. Können wir mit dem leben? Mit diesem Schatten? Wie sieht denn das aus, wenn wir hier noch so ein Gebälk hochziehen? Ich bin mir etwas unschlüssig, aber... den hier rausnehmen und mache hier mal sowas rein. Wäre das möglich? Und hier soll ich das wegnehmen? So eventuell. Da bin ich mir jetzt überhaupt nicht sicher, weil das schaut natürlich auch ein wenig seltsam aus. Ja.
Ganz unschlüssig bin ich mir hier jetzt gerade. Das hier schön ist. Oder ob hier Erde hin sollte. Wenn hier schon Erde ist. Aber hier kann keine Erde hin, weil... Genau, deswegen. Wenn ich nämlich hier, ich hätte hier ganz gerne so ein Wartebänkchen. Fände ich ganz nett, wenn ich ehrlich bin. So war's da. Und wie sind das eigentlich? Kann ich... Ich wollte jetzt eigentlich links und rechts eine Lehne dran machen. Wenn ich ehrlich bin. Aber... Ich glaube, wenn ich jetzt hier... Ich probiere das mal aus. Habe ich nicht am Start. Das holen wir mal schnell. Einen Moment. Bin gleich wieder zurück. Wartet kurz. Könnt ihr dabei mal da hinsitzen auf meinem Platz. Wenn ich sowas überhaupt noch habe. Vielleicht bei den Basteleien. Ja, da haben wir was. Und ja, momentan habe ich nur eins. Dann nehmen wir obers ein Grünzeug mit. Wenn ich hier ja, man soll es ja auch ein bisschen schick haben, wenn man hoppala, wenn man hier wartet. Ein Büchle dabei hat bis die und wartet, bis die Bahn kommt. Da freut man sich ja vielleicht, wenn man ich das da dran klatsch. Kann ich dann hier noch? Ich kann etwas in diese Richtung machen. Und das machen wir auf der anderen Seite auch. So. Gefällt uns eigentlich der Boden? Wie wäre es eigentlich? Das geht, glaube ich, nicht. Schön ist es nicht. Oder? Wenn wir... Ich wollte gerade sagen, wie wäre es eigentlich, wenn wir hier... hierher setzen und die Bahn hier startet. Ich habe nämlich ein kleines Problem. Wirkliches Problem ist es eigentlich nicht, aber ich überlege gerade, wie wäre es eigentlich, wenn wir hier ach nee, das lassen wir, das lassen wir, das machen wir mal woanders. Ich habe gerade überlegt, wenn ich könnte ja hier ich zeige es euch mal ganz kurz. Ich kann ja das wieder reinklopfen dann. Ich hau mal das raus. Oh, das wollte ich nicht. Schon zu spät.
wenn ich etwas derartiges machen würde, so, zum Beispiel sowas, na, dann hätte man nämlich hier quasi, wenn man so starten würde hier, dann hätten wir hier am Anfang so optisch so eine, ja, na, ihr wisst schon, was ich meine, fast so eine, ja, so eine Vertiefung halt, ne? Weil normal oftmals liegt ja die Bahn ein Stück tiefer. Wir würden das halt imitieren, weil unsere Bahn ja eigentlich nicht tiefer liegt. Der Wagen ist ja ganz, ist ja bodeneben im Endeffekt. Der hat ja keinen großen Unterbau mit Rädern. Aber so würde das ein bisschen so die Optik eines Bahnsteiges erzeugen. Ohne dass wir reinfallen, ne? Weil ist hier nicht möglich. Sieht nur so aus, als ob. Wäre an sich eine witzige Idee, allerdings hier schon platztechnisch etwas knapp, weil wir einfach keinen richtigen Bahnhof haben. Und deshalb würde ich sagen, wir machen das hier wieder raus, lassen das eher etwas einfacher gehalten, oder wir führen die Bahn hier ein Stück rein, machen das Ganze hier im Berg etwas breiter, bauen das darüber und dann fahren wir erst ein Stück, zack, und fahren dann da rein. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat ja jemand Lust, mir das in die Kommentare zu schreiben. Von den 3 Zuschauern, die ich habe. Wobei, es sind verschiedene Zuschauer, sorry, aber es sind nicht allzu viele und deshalb könnt ihr mir auch gut vorstellen, einen eurer Wünsche zu erfüllen. Hier hätte ich vielleicht ganz gern, das muss auf alle Fälle das muss auf alle Fälle irgendwie weit davor. Ups, oder? Ich weiß noch nicht, wie weit. Ein Stück weit auf alle Fälle noch. Oh. Das war nicht das, was ich wollte. Da geht mir nämlich immer der Stein kaputt, weil ich keine Behutsamkeit auf meiner Hacke habe, auf meine Spitzhacke. Die Frage wäre jetzt noch, wenn man hier so ein bisschen so einen Wartebereich macht, hier noch einen Zaun reinmachen. Dann mal den komplett reinmachen, dass man hier gar nicht rein kann und vorne rein muss. Das könnte man natürlich hier oben auch machen. Oder wir lassen es. Hier brauchen wir es nicht unbedingt. Wobei vielleicht es auch ganz nett ausschauen würde, wenn das hier noch ein bisschen zurücktreten würde. So. Und ah, hallo Kuh. Ja, dann mache ich noch mal eine Pause und lassen dann unserem
unserem kreativen Geist wieder freien Lauf. Hier kommt dann noch eine Truhe hin mit Loren, dass man da sich eine Lore rausnehmen kann und dann auch auf die Schiene stellen und loshausen, falls mal gerade keine dasteht. Ein Prellbock hätte ich hier ganz gerne noch. Ja, und das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin.